Kapitel 13. Gottgleich. Kamerups Stimme war erfüllt von einem brennenden Zorn, welcher das eigentlich alte Pokémon wieder jünger erschienen ließ. Selbst der eben noch so laute Sakit schien eingeschüchtert. Es ist mehr als genug! Schweig! Wie kannst du glauben, im Recht zu sein? Ich wusste, dass es damals ein Fehler war, dem größten Starrkopf den radikalsten Krieger zum Ausbilder zu geben. Hundemon, sei er selig, hat ein Monster erschaffen und das sah er selber. Du könntest nie Vorsteher sein, da du nie gelernt hast, was ein wahrer Krieger ist. Du hast nicht einmal gelernt, was ein normales Pokémon ist. Und auch nicht, was in unserem Dorf toleriert wird. Gewaldro, ich entschuldige mich für alles, was der Kid anrichtete. Zu einem Schwur kann ich ihn leider nicht zwingen. Aber ich kann dir garantieren, dass dieses Pokémon in unserem Dorf erst nach dem nächsten Vollmond wieder willkommen sein wird und ab da nie wieder eine Entscheidung mitbestimmen wird. Doch bitte, lass deine Söhne frei. Sie sind nicht schuld an ihrem Vater. Ehrenvoll verneigte sich der Dorfvorsteher des Vulkanes. Das weiß ich, Kamerupt, und ich hatte nie vor ihnen etwas anzutun. Sie sind wahre Krieger, anders als ihr Vater. Und sie wissen, wofür sie stehlen wollen und wofür nicht. Flamme erkannte, dass die Zeit nun wohl gekommen war. Auch wenn er sich in seinem Auftritt für eine kleine Beschönigung entschied. Wir waren nie Gefangene, Kamerupt. Hinter seinem Hügel sprang Flamme hervor und stellte sich zwischen die Fronten. Den Blick auf seinen Vater gerichtet, der einerseits verwirrt, aber auch erzürnt wirkte. Yelia hingegen schien diese Gefühle nicht zu teilen. Sofort stürmte sie erleichtert zu ihrem Sohn. Flamme, du bist unverletzt. Ich habe mir solche Sorgen gemacht, als ich diese Botschaft gehört habe. Wenn euch etwas geschehen wäre, hätte ich mir das nicht verzeihen können. Es geht dir gut. Wohl zu gut. Was soll diese Verschwörung? Weshalb bist du kein Gefangener, auch wenn das hier behauptet wird? Hast du dich etwa mit diesen Pokémon verbündet? Du bist nicht mein Sohn, Vulpix. Da stimme ich dir zu, Akani. Denn dafür müsstest du mein Vater sein. Diese Antwort reichte, um fürs Erste den gefallenen Krieger zum Schweigen zu bringen. Nun war jedoch auch wieder Kamerup an der Reihe. Nun, eine Aufklärung hätte ich aber trotzdem ganz gerne. Flamme, was genau geht hier vor sich? Kurz blickte das Vulpix zu seinem Gefängnis, aus welchem Gewaldro gerade Solle entließ, bevor er begann zu sprechen. Es ist, wie ich gerade sagte. Haltet diesem Dorf nichts vor. Wir waren keine Gefangenen. Wir waren ihre Verbündeten, in der Hoffnung, dass diese Lüge endlich ein Weg wäre, Frieden zu bekommen, der sonst nicht möglich wäre. Solle und ich sind freiwillig geblieben, haben ein Schauspiel geführt in der Hoffnung, Vater damit zu seinem Friedensschwur zu zwingen. Aber offensichtlich umsonst. Diesem Pokémon ist Krieg wichtiger als Familie. Wieder drang ein Raunen durch die Krieger, während Yelia nicht sonderlich interessiert an dieser Erklärung schien, solange ihre Söhne sicher waren. Kamerupt wirkte kurz nachdenklich. Wenn das alles so stimmt, dann muss ich wahrlich zurücknehmen, was ich sagte, Gewaldro. Eine Entführung im Namen der Freiheit wäre ein Schritt gewesen, mit gutem Ziel doch einer Grenze überschritten. Eine Notlüge jedoch, etwas Aufruf für Frieden. Ich kann darüber nicht zürnen und auch Terrus wird nicht strafen, was nicht zu strafen ist. Und so tut es mir auch leid, dass ein Schwur nicht zustande kommen konnte. Doch ich schwöre im Namen meines Dorfes, wir sind alle auch an Frieden interessiert. Und werden gemeinsam dafür einstehen, dass er in naher, aber auch ferner Zukunft bestehen kann. Das glaube ich dir, Kamerupt. Denn du und deine Pokémon sind ehrenvoll. Sakit ist es, der uns Sorgen bereitet hat und es immer noch tut. Woher wissen wir, dass er nicht weiter sein kriegerisches Wort verbreitet und Pokémon auf seine Seite zieht? Einerseits kann ich für die Lernfähigkeit meiner Freunde garantieren. Nach dem, was sich uns heute bot, wird niemand mehr auf die Tücken eines ehrgeizigen Pokémon hereinfallen. Und Sakit selber wird erst einmal Zeit haben, über sein Verhalten nachzudenken. Nun endete auch die Stille des Akani wieder. Du meinst das ernst? Das kannst du nicht, ich bin dein stärkster Krieger. Das Dorf braucht mich. Wofür?
Ein Krieg, in dem deine Kampfkraft vonnöten ist, wird es nicht geben. Nicht, wenn du ihn nicht verschuldest. Und du hast gegen den Kodex jedes Kriegers verstoßen. Terrus mit Füßen getreten. Du darfst erst beim nächsten Vollmond wiederkehren. Und bis dahin solltest du dir klar werden, wofür ein Krieger wirklich stehen sollte. Wieder schien der Hass im Arcani aufzukochen, als er die Krallen ausfuhr und seinen Vorsteher anknurrte. Du hast nicht das Recht! Du solltest nicht einmal Vorsteher sein! Wenn du mich wirklich verbannen willst, dann... Dann was? Wirst du deinen Dorfvorsteher angreifen, den Terrus dich lernte zu respektieren? Wirst du seinen Zorn direkt auf dich ziehen? Dich mir entgegenstellen im Umkreis von Dutzenden an Pokémon, die alle gegen dich stehen? Sakit, bitte beruhige dich, es muss niemand verletzt werden. Bitte, es ist zum Besten aller und Vollmond ist nur eine Woche hin, dann darfst du wiederkommen. Was Flamme beinahe überraschte, war, dass die Worte seiner Partnerin den Krieger scheinbar zur Vernunft kommen ließen. Gut. Gut, ich werde bei Vollmond wiederkehren. Und die Zeit nutzen. Wenn ich zurückkomme, werde ich der Krieger sein, den das Dorf wirklich braucht. Ohne weitere Worte verließ das Arcani Vulkan und Dorf, um seiner Wege zu gehen. Somit blieb der Rest der Walddorfkrieger zurück, mit den Pokémon, die hier ein Heim hatten. Nach einem kurzen Moment der Stille durchbrach Kamerup diese. Nun, ich denke, es wird Zeit, dass jeder Krieger wieder seiner Wege geht. Jeder Krieger. Gewaldro, wenn du einverstanden bist, dann würde ich gerne noch ein paar Stunden bleiben und reden. Ich denke, es ist Zeit, noch einmal neu über das Verhältnis unserer Dörfer zu reden. Nicht? Nach kurzem Überlegen nickte der hiesige Vorsteher. Du hast recht. Krieger, ihr könnt gehen. Kamerup, wir sprechen gleich. Nur vorher. Nun wandte Gewaldro sich an die beiden Brüder, welche ihre Hilfe zu diesem Ereignis beigeleistet hatten. Sollflamme, für euch wird es Zeit weiterzuziehen, nicht? Der Forstschrein erwartet euch. Und unsere besten Wünsche sollen euch begleiten. Wir haben euch als Feinde empfangen. Und ihr habt trotzdem Großes für unser Dorf getan. Und egal wie die Dinge weitergehen, es wird euch nicht vergessen werden. Nun, so viel Stress, wie ihr beide uns auch bereitet habt. Ich muss zustimmen. Auch hat Galoppa uns bereits vom Fund in der Wüste erzählt. Eure Reise könnte große Änderungen in der Zukunft vollbringen. Kurz atmete der Vorsteher durch und blickte zu seiner Vertreterin. Und noch Größeres wird für dich folgen, Flamme. Es ist möglich, dass sich unsere Wege hier zum letzten Mal trennen. Du wirst weit reisen müssen, weiter als die meisten Pokémon hier es je werden. Und niemand kann wissen, wie lange es dauern wird. Aber hier ist es dann wohl soweit, Flamme. Alle guten Wünsche beider Dörfer sollen dich begleiten. Ich weiß zwar nicht genau, wofür Terrus deine Hilfe benötigt. Aber ich bin sicher, du kannst es bestehen. Denn du bist noch nicht lange Krieger. Aber du lebst schon wie die Erfahrensten. Keine Worte mussten mehr gewechselt werden. Jelia warfen einen etwas bedrückten Blick hinter ihren Söhnen her, als diese sich aufmachten. Auf. Auf zum Forstschrein. Die Heimat des Terrus. Die Prüfung seiner Heimat hatte das Vulpix bestanden. Es war nun die Zeit gekommen, um sich der wahren Reise zu stellen. Und Abschied zu nehmen. Von seinem Bruder, seinem Dorf, allem, was er kannte. Und wofür rannte er vielleicht in den Tod, um einem machtlosen Gott zu folgen? Es war alles umsonst. Weshalb sollte das Vulpix überhaupt dem Ruf folgen? Je mehr dieser Gedanken im Verstand des Kriegers sammelten, desto langsamer wurde sein Schritt, als die beiden Brüder bereits am folgenden Morgen nahe dem Waldrand in der Wüste waren. Auch Sol bemerkte, dass etwas vor sich ging. Brauchst du eine Pause? Wir können uns bestimmt noch kurz Zeit lassen. Flamme hörte ihn kaum. Woher kamen all diese Stimmen? War es das, was Inferno gemeint hatte? Wurde das Vulpix wahnsinnig? Auch die Umgebung schien langsam zu erschwarzen, bis eine große Flamme das Dunkel durchbrach und als einziges im ewigen Schwarz blieb.
Selbst die Stimmen des Zweifels waren fort. Reiß dich zusammen, Flamme. Inferno, was tust du hier? Verständnislos antwortete das Licht aus dem Dunkeln. Wo soll ich sonst sein? Ich war noch nie an einem anderen Ort. Zumindest nicht, um mit dir zu kommunizieren. Aber ich war gerade doch noch mitten in der Wüste. Wie komme ich auf einmal hierher? Zwar war es nur ein Moment der Stille. Doch trotzdem fühlte sich Flamme, als würde sein Gegenüber ihm zeigen wollen, dass seine Frage extrem schwachsinnig war. Und die folgende Antwort untermalte dies noch einmal. Flamme, ich bin Teil deines Bewusstseins. Ich bin im Prinzip in deinem Inneren. Es ist scheißegal, ob du in der Wüste oder sonst wo bist. Ich gehe mal davon aus, dass du dich selber dabei hast, weil das ist die einzige Bedingung. Mich selbst dabei haben, habe ich auch nur halbwegs. Und da liegt das Problem. Die Flamme im Dunkeln schien heller aufzuleuchten. Ich habe dir schon einmal gesagt, was das Problem ist. Aber du hast nichts dagegen unternommen. Wir können nicht warten und hoffen, dass uns irgendwann ein Pokémon die Lösung für unsere Probleme gibt. Und was soll ich deiner Meinung nach tun? Wir haben beide keinen Ansatz, Flamme. Doch, den hatten wir. Der Stress, den dein Bruder dir bringt. Du hattest Unrecht. Du hast doch gesehen, was alles geschehen ist. Er hat bei allem geholfen, keine Probleme gemacht, seitdem du sagtest, ich solle mich von ihm entfernen. Und bald wird er sowieso gehen müssen. Auf diese Ansage hin verstummte Inferno kurz. Gut, damit kann ich leben. Aber auch wenn er dann weg ist, das wird nur dein erster Schritt sein. Du brauchst am besten irgendein Mittel, irgendeine Medizin, die dich bei Verstand halten kann. Wenn du dort bist, solltest du vielleicht Terrus befragen. Er ist der Herr der Wälder. Wenn es eine natürliche Medizin gibt, wird er sie kennen. Sekunde, warte mal. Du verlangst von mir, dass ich Terrus, den Ahn des Forstes, den Wächter meiner Heimat, ein Weltengeist, mit Privatangelegenheiten belästige? Das kann ich nicht, das wäre unglaublich respektlos. Das Feuer schien ein wenig schwächer zu werden. Du bist zu sehr eingestellt wie ein normalsterblicher, Flamme. Wir sind Auserwählte. Unser Wohl ist für die Weltengeister von höchster Bedeutung. Terrus hat dich gerufen, weil er deine Hilfe braucht. Deine Hilfe. Wenn du jemanden um Hilfe bittest, dann hast du kein Anrecht auf jegliche Forderungen. Egal wer genau du bist. Du musst beginnen, die Dinge anders zu betrachten. Du magst nicht seine Macht haben, aber in diesem Fall stehst du mit Terrus gleich. Irgendwo verstand Flamme durchaus, woher diese Idee kam. Das sorgte jedoch nicht dafür, dass er sich irgendwie mit dieser anfreunden konnte. Auf einer Stufe mit Terrus. So hoch konnte ein Pokémon nicht stehen. Und das war Flamme auch nicht. Sein Gott hatte ihn für eine Mission berufen. Das war etwas anderes. Aber die Zeit zu streiten war ohnehin abgelaufen. Denn die Finsternis herum wurde wieder zur Wüste. Und auch Sol kam wieder ins Sichtfeld des Vulpix. Flamme, hörst du mich? Ja, ja klar, warum sollte ich denn nicht? Die Panik in seiner Stimme war nur einer von vielen Indikatoren, die Sol dafür sah, dass sein Bruder log. Weil du mir die ersten 4 Male nicht geantwortet hast. Was ist los? Kurz überlegte Flamme. Wäre es vielleicht das Beste, jemandem vom Inferno zu erzählen? Oder von dem, was dieses Feuer berichtete? Nein. Gerade den Part mit dem Wahnsinn. Und immer noch verstand er selber kaum, was wirklich mit diesem Wesen in seinem Inneren los war. Stattdessen wies er seinen Bruder einfach ab. Ich bin wahrscheinlich einfach übermüdet. Wir hatten keinen Schlaf. Lass uns weitergehen. Ganz überzeugt wirkte sein Bruder nicht. Aber Einspruch kam auch keiner. Der Forstschrein war nicht mehr weit.